Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen neuen weiteren Video zu Subway Sim Hamburg. Der ist da gerade einfach aus dem Nichts gespawnt. Ja, wir sind ja in der letzten Episode einmal die ganze Strecke der U3 abgefahren. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das will ich gar nicht bestreiten, war cool. Gerade so U-Bahn. Hat ja auch schon im Train Simulator die U-Bahn Frankfurt, macht immer wieder Spaß, da zu fahren. Aber heute wollen wir nicht fahren, sondern wir wollen uns das Fahrzeug, was mitgeliefert wird, der DT5, der Hamburger U-Bahn, wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe auch schon viel gelesen, dass der Sound absolut nicht passt, dieses Fahrzeugs, wo viele sehr, sehr traurig drüber sind. Gerade weil ja auch mit der Hamburger Hochbahn AG zusammengearbeitet wurde, können viele nicht verstehen, dass der Sound nicht passt. Und auch was die Immersion des Spiels angeht, es wirkt alles sehr, sehr steril. Ihr seht es ja auch hier, hier ist gar nichts los. Da warten zwei Leute hier am Bahnsteig mitten in Hamburg am helllichten Tag, morgens um 7.35 Uhr im Berufsverkehr. Glaube nicht, dass das in der Realität so ist. Auch am Hafen war ja überhaupt gar nichts los. Was natürlich ein absoluter Pluspunkt ist, ist auf jeden Fall ja, die Gestaltung der Bahnhöfe. Das ist schon echt cool. Wir können hier auch überall rumlaufen. Wir können hier unten auch, na, so viel dazu, wir können hier nicht überall rumlaufen. Hä? Okay, wir sind jetzt, das ist ja spannend, wir gehen hier rein und dann spawnen wir direkt am gegenüberliegenden Bahnsteig. Okay, na, ihr seht das. Das ist ja spannend. Okay, das ist natürlich ein bisschen mysteriös und ein bisschen seltsam, dass die Unterführung hier nicht animiert ist. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Schauen wir mal uns das Fahrzeug an. Ja, sehr detailliert auf jeden Fall. Finde ich schon mal nicht schlecht. Es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die Tür, die hängt. Okay, jetzt geht sie auf. Steigen wir mal ein und dann können wir hier den Schlüssel einstecken oder auch nicht, doch hier einstecken, einmal rumdrehen und dann geht hier auch der Monitor an und das war's schon. Mehr können wir jetzt nicht machen, der Rest ist dann automatisch. Das wirkt natürlich schon alles ein bisschen arcade-mäßig anstatt Simulation. Wir können jetzt hier einfach, wenn wir die Tür natürlich noch zumachen, dann können wir losfahren. Geöffnete Tür ist ein bisschen schwierig. Wie mache ich jetzt die Tür zu? Okay. Zack. Tür zu. Und dann können wir auch schon direkt losfahren. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, wir haben ein rotes Signal. Okay. Doch, wir könnten jetzt einfach losfahren. Ne? Mehr braucht man nicht machen. Finde ich schon ein bisschen für einen Simulator, der sich auch als solcher schimpft und auch definitiv ja, einen hohen Realismus an den Tag legen will, schon ein bisschen schade. Jo, schauen wir uns das mal von innen an. Wir können hier die Türen auch selbstständig aufmachen, auch hier. Türen beim Öffnen nicht berühren, nicht an die Tür lehnen, lässt sich im Notfall die Tür nicht öffnen, Notbremse ziehen und natürlich wird alles im Video aufgezeichnet von der Hamburger Hochbahn AG. Was ich schön finde, ist hier, wir haben hier die, ja, die Anzeige der nächsten Haltestellen, also die digitale ja, Fahrtweganzeige, welche Haltestellen als nächstes kommen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Na, wir fahren nach Wandsbek-Gartenstadt und das sind die nächsten Haltepunkte. Nächste ist Barmbek, da sind wir gerade. Und dann kommen Saarlandstraße, Borgweg und Sirichstraße. Uhrzeit hier stimmt auch. Warten wir mal kurz, ob das auch dann umspringt, aber da gehe ich fest von aus. Jep, das funktioniert. Dann haben wir hier die Sitze. Hinsetzen können wir uns leider nicht. Das ist schade. Das können andere Simulatoren durchaus. Und dann sieht das Fahrzeug von innen halt so aus, wie es aussieht. Ne? Kommt der Kollege. Hier haben wir dann die Wilde Elbe. Eine Kunstausstellung über Kreativität im Alltag. Mhm.
dann haben wir hier falschen Flug erwischt. Reiseflix All Inclusive Reiseplanung. Und dann haben wir den hinteren Führerstand hier. Hier haben wir noch Blatt grün für Sie. Und dann können wir, wie gesagt, die Türen können wir auch hier. Ne, können wir nicht öffnen. Okay. Ich drücke E und es passiert nichts, weil sie wahrscheinlich nicht freigegeben sind. Mit Shift kann man dann auch rennen durch den Zug. Was haben wir hier noch? Das Waves Festival. Der Punk King. Setzen wir uns noch mal hin. Wir gehen mal in die freie Kamera und gucken von außen noch mal. Na, hier haben wir die Stromschiene. Hier wird dann der Strom aufgenommen, damit das Fahrzeug natürlich auch fahren kann. Das sieht schon schön aus hier. Na, auch die Federn und alles gefällt mir eigentlich sehr gut. Und auch der Unterbau hier, das Fahrgestell, das Drehgestell. Da hat man sich schon Mühe gegeben, keine Frage. Also, was die Optik des Fahrzeugs angeht, wirklich, so ich als Laie, der noch nie in Hamburg war, muss schon sagen, das gefällt mir schon. Das sieht sehr detailliert aus. Hochspannung, Vorsicht von Latusek ist die Fahrzeuginnenausstattung. Zugzielanzeige ist auch dabei. Wunder, wunderbar. Aber großer Minuspunkt für mich, obwohl es die Unreal Engine 5 ist, sind halt wirklich die, ja, die Optik. Gerade hier die Gleise. Das können andere Simulatoren, die mit der Unreal Engine 4 arbeiten, definitiv besser. Ist jetzt nicht super hässlich, aber man hat halt wirklich damit geworben, dass es die Unreal Engine 5 ist. Und ich habe nicht nur einen Kommentar, der sagt, boah, ich habe mich voll auf diesen Simulator gefreut. Das hat richtig schön ausgesehen und das hat auch richtig was hergemacht. Aber das ist jetzt nicht so super, was ich da in den Videos sehe. So hier, wenn man so guckt, das sieht schon schön aus. Aber wenn man dann natürlich einsteigt, und wir können jetzt ja auch noch mal ein kleines Stückchen fahren, dann wirkt das alles nicht so super toll. Klar, die Beleuchtung und alles, das ist schon super. Auch die Parallelausfahrt jetzt hier. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, das macht das Spiel nicht schlechter. Was ich jetzt sage. Das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel dadurch schlechter wird. Aber es hat halt keinen hohen Wiederspielwert. Also ich persönlich hätte jetzt keinen Bock hier eine halbe Ewigkeit immer nur im Kreis zu fahren. Irgendwann wird es öde. Das ist ja in jedem Spiel so, was keine Abwechslung bietet. Irgendwann wird es halt langweilig. Deswegen würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn hier in Zukunft auch weitere Linien der Hamburger U-Bahn hinzukommen. Wäre natürlich jetzt nicht so schlecht, damit man dann natürlich auch einen gewissen Wiederspielwert hat. Auch die Kamera hier wäre super genial, wenn man da auch wirklich die... hat er nicht gesagt, wartet mal eben. Mal kurz die Türen freigeben. Links und dann öffnen. Hat er nicht gerade gesagt, Eppendorfer Baum? Aber wir sind doch hier in der Saarlandstraße. Aha. Was steht hier? Auch Saarlandstraße, ne? Das ist ja ein bisschen komisch. Tür mal wieder zu.
Ausstieg links. Na gut, das kann sein, weil wir die Tür nicht geöffnet haben in Barmbek. Das kann natürlich sein. Auch hier diese. Ich spiele auf höchsten Einstellungen und das. Ich weiß nicht. Es hat definitiv viel Potenzial, aber es wurde auch definitiv viel Potenzial verschwendet. Lassen wir es mal so stehen. Jeder kann sich ja selbst ein Bild machen von dem, was er hier sieht. Und der Vorteil bei Steam ist natürlich, ihr könnt euch das Spiel kaufen. Spielt das einfach mal eine Stunde, fahrt mal eine Runde. Und ihr könnt es ja, wenn ihr es nicht länger als 2 Stunden gespielt habt, dann stornieren und zurückgeben. Das ist natürlich der absolute Vorteil bei Steam. Ich wollte euch noch was zeigen hier eigentlich im Tunnel. Hab ich jetzt vergessen. Ah, da vorne ist noch eine Unterführung. Da möchte ich euch nämlich noch was zeigen, was mir persönlich ziemlich blöd aufgestoßen ist. Also nur als Tipp natürlich, ne? Müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber machen. Ihr kauft euch das bei Steam. Fahrt einmal im Kreis, das dauert knapp 1 Stunde. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das handhabt. So, wir fahren mal in die Unterführung da vorne. Na, jetzt könnt ihr auch noch mal den Sound hören von dem Fahrzeug. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Ja, und die Ansagen, das ist halt super. Na, das bringt schön viel Flair. Wir halten hier mal an, machen wir mal eine Vollbremsung. Und die ganze Beleuchtung und hier, das wirkt schon super. Hier wird auch angezeigt, hier wird auch angezeigt die Umsteigemöglichkeiten. Und hier können wir auch mal nach oben fliegen. Und da fliegen wir wieder in den Tunnel, steigen hier mal wieder ein. Jetzt gehe ich mal auf Einstellungen, auf Video. Und dann machen wir hier mal auf Medium anwenden. So sieht der Tunnel aus, wenn ihr auf Medium spielt. Ja. Ich glaube nicht, dass das annehmbar ist. Wenn wir hier wieder auf High stellen, dann sieht das Ganze schon besser aus. Aber auch noch nicht wirklich super. Also. Und wenn wir dann auf Low stellen, falls ihr einen wirklich schlechten Rechner habt, dann wirkt das Ganze, ja. Also, um es mal klar auszudrücken, unter Medium, unter High, nicht spielbar, leider. Ne? Und wenn man das Ganze dann hier auf Ultra setzt, so wie ich es eben hatte, dann sieht das natürlich schon super aus. Aber dann habt ihr natürlich auch definitiv Einbußen, was die FPS angeht. Ich habe jetzt noch... Und ich habe keinen schlechten Rechner. Ihr wisst, ich habe erst 9. Ich habe jetzt noch 25 FPS. Was da natürlich auch nicht wieder so super ist. Also die Unreal Engine 5, die frisst schon richtig. Das müsst ihr natürlich berücksichtigen. Und das muss euch im Klaren sein. Gut, das soll es gewesen sein von diesem kleinen Video. Wollt euch noch mal ein bisschen das Fahrzeug zeigen. Die Beleuchtung, das sieht schon alles ziemlich genial aus. Keine Frage, wenn man hier so durchfliegt, ne? Also das wirkt schon cool. Aber die Außenwelt wirkt halt nicht immer so cool. Gerade die Belaubung hier der Bäume. Habe ich schon besser gesehen. Ne? Wenn man da zum Beispiel Kingdom Come Deliverance sieht,
das Mittelalterspiel von Warhorse Studios. Da wirkt einfach das ganze Laub, die ganzen Bäume, das wirkt so authentisch. Und ja, das frisst viel weniger Performance als das hier. Also ja, hätte man auf jeden Fall besser hinkriegen können. In dem Sinne hoffe ich, konnte euch schon noch mal einen kleinen Eindruck geben von dem Fahrzeug, von der Grafik und von dem Sound. Und ja, müsst ihr selber entscheiden, was ihr daraus macht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.